Der Start ist frei. Startfrei für die einleitende Qualifikation. Die beiden Teilnehmer haben sich bereits hinter dem Startauto eingeordnet. Die Nummer 1, Schödi Fortuna mit Gerhard Meyer, zweijährig. Und die Nummer 2, Nero Maximus mit Gregor Krenmeier, dreijährig. Noch etwa 100 Meter bis zum Start. Teilnehmer ab. Die beiden Qualifikanten sind allesamt glatt ins Rennen gegen die Uhr abgekommen. Außen scheint Nero Maximus, der Ältere, einen Tick besser zu gehen, hat jetzt den Kopf in Front gesteckt. Innen aber Jeudi Fortuna gut dabei und dahinter, wie gesagt, das Begleitpferd von Jeudi Fortuna. Nero Maximus außen, innen Jeudi Fortuna, der vorerst kein Begleitpferd braucht. Diese beiden unverändert Kopf an Kopf, innen der Zweijährige, außen der Dreijährige. Es geht auf die Gegenseite. Nero Maximus konnte sich jetzt durchsetzen, hat die Spitze an sich gerissen. Jeudi Fortuna wird jetzt vom Begleitpferd gezogen, ist aber immer noch sehr, sehr gut dabei. Der Schlussbogen ist erreicht. Nero Maximus mit etwa 4-5 Längen nun vor dem ein Jahr jüngeren Jeudi Fortuna. Und so geht es bereits auf die finalen 200 Meter. Zieleinlauf, Nero Maximus an der Spitze, Jeudi Fortuna etwa 20 Meter dahinter. Und soeben haben beide Teilnehmer die Ziellinie passiert, 2 vor 1 Vorläufer.